Liste. Lasst mich gehen. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Nein, 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 nein. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Das ist eine Frau. Das ist eine Hauptfrau. Mit der gehe ich nicht mit. Nein! Das geht da automatisch. Ah, verdammt. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Und Talos Willen schweigt, und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Was hat er denn bitte noch zu tun? Mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Oh Gott, ich kann nicht hinschauen. Oh. Kaiserlichen Dreckskerl! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zerlumpter Nord, ihr seid dran. Ey! Was guckt ihr alle so? Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Was schaut ich ihr so? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Na gut, ich denke mal, das ist das Ende vom Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja. Wir werden jetzt hier sterben. Krieg ich keine Henkersmahlzeit? Oder? Wachposten, was habt ihr gesehen? Oh. Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich? Ja. Was? Was? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Was zum... Rein hier. Einfach. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los. Jetzt. Krass, dieser tolle Jarl. Durch den Turm. Los. Uff. Los, den Turm hinauf. Den Turm hinauf. Na gut. Den Turm hinaus nur. Oh shit! Oh, heiß, 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 heiß. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Los! Bist du bescheuert? Ich meine, du bist irgendwie sexy, aber du bist komplett bescheuert. Ich kann doch. Geronimo! Heiß, 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 heiß. Okay. Okay, okay, okay. Geschafft. Okay, wir sollen immer weiterlaufen. Wir sind... Es ist gerade so ruhig. Okay, hab mich geirrt. Junge, weg da! Heiß, 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 heiß. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiden, Hadvar. Hadvar, du hast zugelassen, dass man mich umbringt. Und jetzt rettest du mir das Leben? Na, an der Wand? An welcher denn? Schnell!
Ja, das tue ich unentwegt, mein Guter. Okay, wir können uns jetzt scheinbar entscheiden, mit wem wir mitgehen. Ich sollte mich vielleicht beeilen. Ich habe ein bisschen... Wir gehen mal mit dem sexy Blonden. Der andere wollte uns umbringen und da... deswegen ist er mir jetzt nicht so wirklich sympathisch. Er hätte sich ein bisschen einsetzen können. Der Blöde. Und er scheint mir ein ehrbarer Nord zu sein. Bis jetzt. Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Oh wei. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Also normalerweise lasse ich mich von Kerlen ja lieber fesseln als entfesseln. Also das dann erst nachher, aber na gut. Ich mache komische Witze. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Okay. Nehmt euch Gunjas Ort. Och ja, hetz mich doch nicht. Eieiei, ich habe hier noch, so, eine Axt, eine Brust und... Ah, Kacke. Nein. Falsche Taste. Ah. So. Na schön. Tab drücken. Leg die Rüstung an und schwing die Axt. Ja, ich bin dabei. Aber darf ich es vielleicht noch irgendwie für meine Zuschauer ankündigen? Wäre das euch genehm, mein Herr? So, wir haben an Fußlappen und eine grob gewebte Tunika. Zum Glück sind wir nord- und kälteresistent. Jetzt haben wir Fellstiefel und einen Sturmmantel-Brustpanzer. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja, drücke R, um deine Waffe bereit zu machen. Los. Versuchen wir es mal beim Tor. Verdammt! Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ja, nu? Kommt schon, Soldat. Die Kaiserlichen. Geht weiter. Entdeckung. Warum rennst du denn? Öffnet dieses Tor. Talos. Heisa, Hopsasa. Ich kann nicht mehr aufstehen, doch jetzt. Hatte ja einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Dann guck mal doch mal. Ein Eisendolch, den will ich nicht. Ein kaiserliches Schwert. Kaiserliche leichte Stiefel. Also, es tut mir leid, aber die Kaiserrüstung ist halt einfach mal way more better als das Zeug, das... Ahem. Falsche Taste. Sexy. Lasst mal sehen. Ein Offiziershelm. Das ist schwere Rüstung? Die ist halt doch mal besser. Ja, komm her damit. Sieh mal, mach mal die alte. Auch noch nackig. Noch was für die Jungs. Können wir sie hier noch drehen? Nun mit einem Schlüssel. Wollen wir mal sehen, ob er diese Tür öffnet. Können wir sie drehen? Nein, wir können sie nur noch blutiger schlagen. Aber, lieber Ralof, ich möchte mich umziehen. Gut, dass du dich schon umgedreht hast. Oi, was habe ich denn jetzt alles mitgenommen? Kaiserliche leichte Stiefel. Kaiserliche... Beschlagene kaiserliche Rüstung. Kaiserliche Rüstung. Die beschlagene hat zwei weniger. Hoffentlich bringt uns das jetzt nicht irgendwie in Schwierigkeiten, wenn wir hier mit kaiserlichem Zeug rumlaufen, weil es gibt ja auch Fraktionen so. Hier. Kaiserliche Stiefel. Kaiserliche Armschienen. Was fehlt? Brust, Beine...
Armschienen. Ein Helm könnte man noch aufsetzen. Komm, mach mal doch mal. Aber sonst fehlt auch nichts. Hosen gibt's scheinbar nicht. Die Leute kommen hier ohne Hosen zurecht. Es ist aber schön für sie. So, und Waffe haben wir auch noch eine gefunden. So, aber ich möchte das gerne umgekehrt haben. So. Komm, yeah. Verschwinden wir von hier. Dual Wield. Der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Ja, gemach, gemach. Ein leerer großer Sack. Ein Sack mit 3 Tomaten. Hey, juhu. Noch irgendwas? Hinsetzen, Bank. Ich bleib hier. Du kannst alleine gehen. Oh mein Gott, er macht das wirklich. Hinterher. Ah, nein, da ist er. Ich glaube, er wird mein neuer Knackarsch. Wenn wir länger mit ihm zu tun haben, dann wird er mein neuer Knackarsch. Leute von euch, die meinen Call of Duty Black Ops Let's Play gesehen haben. Die werden ja wissen. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Ja, das ist er wohl. Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Ich muss nur noch ein paar Treppen. Roar! Charge! Ah! Ich bin schlecht. Ah! Oh, haben wir Stil. Verdammt, haben wir Stil. Wir tragen einen Rock. Seht nach, ob ihr irgendwelche Zaubertränke finden könnt. Wir werden sie brauchen. I will, I will. So, die Leute, die mein Call of Duty Black Ops Let's Play gesehen haben, die wissen ja noch, dass Frank Woods damals mein Knackarsch war, in den ich mich ja so ein bisschen verliebt hatte. ein großer Sack Tomaten. So, machen wir das mal weg. Kartoffeln. Rote Äpfel. Alles mitnehmen. Ach, die armen Kinder in Afrika würden sich über sowas freuen. So, Zaubertränke hätten wir eigentlich gefunden, aber hier haben wir noch Altowein. Hier haben wir noch einen Zaubertrank. Noch einen Wein. Und hoch die Tassen, lalala, hopp. noch ein Zaubertrank. Und Eimer und Zeugs, das ich nicht mitnehmen will. Ich hätte gerne... Weg damit. Auch weg mit dem Brot. Pa. Weg. Holz. Ich will das nicht. Ich will dieses Horn. Gib mir das. Also scheinbar kann man wirklich alles auf diesem Tisch manipulieren, außer die Sachen, die am interessantesten aussehen. Wie unfassbar fies ist das denn? Was ist... Oh nein. Ein Fasan? Und ein Kaninchen. Oh nein. Oh, es ist süß. Okay, wir sammeln das Kaninchen und nehmen auch mal den Fasan mit. Om nom nom. Und so kann man ja vielleicht später noch... Oh, Wein. Wein ist wichtig. Wein ist wirklich, wirklich wichtig. Ach, das ist jetzt egal. So schlimm ist das nicht. Oh, noch mehr Kaninchen. Boah, das Geräusch, das es gemacht hat. Und ein Zaubertrank der kleinen Heilung. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Fertig? Ja. Dann gehen wir weiter. Mhm. Ja, dann tu's doch auch. Junge. Beim Blut ich ja was kämpfen. Ach, Ausdauer niedrig am Arsch. Nichts da ergeben. Ergeben gibt's nicht. Damit wäre das erledigt. War Jarl Ulfric bei euch? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Oh Gott, siehst du fertig aus. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Hä? Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los.
Ja, Gemach, Gemach. Durchsuchen, Folterer, kaiserliche Bla, brauche ich alles nicht. Durchsuchen, Folterknecht, brauche ich auch alles nicht. Na gut. Hier haben wir einen Eisenstreitkolben, ein Eisenschild. Hier ist ein... Buch. Und hier ist noch ein Buch. Sind da noch mehr Bücher? Nein, ein Glück. Zwei Dietriche und geschichtlicher Überblick des Kaiserreiches Band 1 und Band 2. Ich habe eine Lust, das könnt ihr mir gerade glauben. So, ich werde das jetzt nicht direkt im Let's Play lesen. Ihr könnt ja, ich blätter das jetzt einmal durch. Vielleicht reicht es euch ja, wenn ihr es selber liest. Ansonsten, also ihr könnt ja das Video pausieren. Deswegen jetzt nicht, dass ihr jetzt denkt, so, ja, so schnell kann keiner lesen. Ich werde das eben als Let's Read hochladen und dann hier verlinken. Und das werde ich mit jedem Buch machen. Mit jedem, das ich finde. Und also ich versuch's zumindest. Wenn ihr der Meinung seid, ich soll es lassen, denn ich bin wirklich ein miserabler Vorleser. Ich kann wirklich ganz schlecht vorlesen, weil ich einfach schon von Grund auf so langsam lese. Und dann komme ich mit dem Reden, also ich komme mit dem Lesen nicht hinterher. Ich rede dann so schnell und dann komme ich mit dem Lesen nicht hinterher und dann wird das teilweise ziemlich chaotisch. Es kann vielleicht lustig sein, vielleicht findet es jemand witzig, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, es vorzulesen. Und werde jetzt kurz meine eigentliche Aufnahme pausieren, um euch dieses Buch vorzulesen und werde das dann hier auf der leeren Seite verlinken. Und dasselbe wiederholt sich dann bei jedem Buch, das wir finden. Das heißt, ich werde danach auch direkt das andere lesen und verlinken, sobald ich eben das Let's Read hochgeladen habe. Es kann jetzt natürlich sein, je nachdem, wie ich das zeitlich alles hinkriege, dass dann noch nichts kommt. Und ja, lese mir jetzt den Mund fusselig und dann sehen wir uns wieder. So, ich hab's gelesen. Ihr könnt es euch, wie gesagt, habe ich ja schon alles erklärt. Ich hoffe, es war verständlich. Wir nehmen das Ding trotzdem mal mit. So, und weil ich mir den Mund ja noch nicht fusselig genug geredet habe, kommt jetzt der geschichtliche Überblick des Kaiserreiches Band 2. Klickt auf den Link, wenn ihr wollt. Ich lese das jetzt eben vor und dann bin ich gleich wieder da. Liebe Leute, ich habe jetzt einen dermaßen fusseligen Mund. Ich hoffe, ihr würdigt das etwas. Denn es ist für mich echt eine Überwindung, das zu tun. Und jetzt erstmal nett. Jetzt will ich erstmal irgendwie was anderes machen. Und zwar Schloss knacken. Benutze Maus, um den Dietrich zu drehen und A, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich öffnen. Ja, das ist halt wie bei Fallout, ne? Nein? Nein? Na? Nein! So? Nein. So? Nein. So. Yeah! Scheiße, in der letzten Aufnahme hatte ich's First Try geschafft. Nehmen Zaubertrank der geringen Magiker, nehme ich mit. Gold, 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 Gold. Ein Buch. Hoch. Durchsuchen Magier, was hat der? 25.